Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute wurden alle Informationen zur FNCS in Season 5 bekannt gegeben und es gibt zusätzlich auch noch einen Ausblick auf die ganzen FNCS-Tournaments, die noch in 2021 kommen werden, sowie auch noch ein paar weiteren Cups, die wir jetzt bereits in Season 5 erhalten werden. In diesem Video werde ich euch also alle Informationen zusammenfassen und wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst natürlich hier gerne ein Abo da. Außerdem schaut gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich auch gerne meinen Creator-Code TheElCraft im Itemshop ein. Als erstes würde ich sagen, beginnen wir direkt auch mal mit einem Überblick über die FNCS in ganz 2021. Und zwar plant Epic Games 4 FNCS-Tournaments zu machen. Also eben halt in jeder Season eine FNCS zu haben. Und jede Season soll eben halt, wie gesagt, ein Vierteljahr gehen. Und dadurch gibt es dann eben halt 4 FNCS über ganz 2021. Falls die Season sich verschieben sollten, länger gehen sollten, was Epic Games natürlich versucht zu vermeiden. Aber falls es passieren sollte, dann werden auf jeden Fall wahrscheinlich nur 3 FNCS in 2021 stattfinden. Aber sie werden auf jeden Fall sehr, sehr stark wahrscheinlich versuchen, alle in 2021 stattfinden zu lassen. Und über diese ganzen FNCS-Tournaments werden insgesamt 20 Millionen Dollar Preisgeld vergeben. Diese 20 Millionen Dollar Preisgeld sind aber nicht nur die FNCS-Tournaments an sich, sondern auch noch solche FNCS-Extra-Invitation-Tournaments, wie mal zum Beispiel im letzten Jahr das EU Encore Cup oder wie eben halt das FNCS-Invitational-Event. Und dazu zählen eben halt dann 8 Millionen Dollar von den 20 Millionen Dollar zu solchen Cups und die 12 Millionen Dollar davon zählen dann für die ganzen FNCS. Das heißt, man hat pro Season 3 Millionen Dollar für die ganzen FNCS-Tournaments. Als Vergleich mal waren es in 2020 nämlich nur 17 Millionen Dollar. Dauert natürlich, wie gesagt, über die ganzen FNCS-Tournaments und dann natürlich noch EU Encore und natürlich das FNCS Invitational Event. Epic Games will auch nur noch kleinere Changes daran machen, also wirklich nur das Ganze noch ein bisschen tweaken und nicht mehr komplett irgendwie das Format verändern, damit es einfach eine gewisse Consistency ganz über 2021 gibt und man einfach so ein bisschen mehr vorausplanen kann. Das hat ja ziemlich viele Spieler im letzten Jahr genervt, wenn jedes Season immer der Price Pool runtergeht, sich irgendwas verändert, wieder eine neue FNCS kommt und so ist auf jeden Fall das ganze Jahr über gleich die FNCS und man weiß auf jeden Fall schon so ein bisschen weiter vorher, wie das Ganze dann eben halt abläuft. Von diesen 3 Millionen Dollar Preisgelder gehen dann 1,35 Millionen Dollar an die EU, das heißt sogar fast einfach die Hälfte, die an EU weitergehen, da eben halt die EU ganz einfach die größte Region ist und die anderen Regionen teilen sich dann natürlich einen immer kleineren Betrag. Und OCI 90.000 Dollar sind auf jeden Fall nicht so viel. Also wenn man da wohnt, wird man wahrscheinlich im Prinzip überhaupt nicht mehr davon leben können. Aber 1,35 Millionen Dollar in EU gehen auf jeden Fall. In der letzten Season zum Vergleich hatten wir in den Grand Finals 800.000 Dollar auf PC, was dann insgesamt mit den Konsolen zusammen 1,6 Millionen Dollar waren. Und jetzt haben wir eben halt sozusagen ein bisschen was dazwischen. Also eben halt für PC sozusagen etwas mehr. Für die Console-Player natürlich deutlich weniger, weil die wahrscheinlich eine deutlich geringere Chance haben werden an diesem Price ranzukommen. An der genauen Aufteilung kann sich auch noch ein bisschen was ändern und vor allen Dingen natürlich, wie das Ganze aufgeteilt wird, also wie viel der erste Platz bekommt, wie viel der 33. Platz bekommen wird, das steht noch gar nicht fest. Und eben halt, wie gesagt, auch diese Aufteilung zwischen den einzelnen Regionen, die können sich auch noch ändern, je nachdem, wie die Spielerzahlen sind. Aber die 3 Millionen Dollar Price Pool für jede FNCS über die ganze Welt verteilt, die sind auf jeden Fall gesetzt. Diese weiteren Cups, die stattfinden werden, die werden auch dann wieder nur zugänglich sein für Leute, die eben halt in diesen ganzen FNCS Tournaments gut gespielt haben und die werden zur Mitte und zum Ende des Jahres stattfinden. Das heißt sozusagen, wenn man in der FNCS in Season 5 und in Season 6 gut gespielt hat, wird man eben halt in dem Cup irgendwann im Juli oder so daran teilnehmen können und dann wahrscheinlich, wenn man in Season 7 und Season 8 gut gespielt hat, dann kann man dann irgendwann im Dezember an dem Cup nochmal teilnehmen. Generell gibt es natürlich auch am FNCS-Format noch ein paar kleine Changes. Wie gesagt, natürlich ist das Ganze jetzt Cross-Plattform. Weitere Cups werden eben halt, wie gesagt, auch noch kommen. Ein paar Changes gibt es dann auch noch am FNCS-Format und zwar ist es natürlich, wie gesagt, Cross-Plattform und dadurch kann man natürlich jetzt, wie gesagt, auch PC mit PlayStation und so zusammenspielen. Dann gibt es als nächstes auch noch eine weitere Runde bei den Weekly Qualifiers, denn wenn wir hier mal hinschauen, gibt es jetzt insgesamt 4 Runden für die FNCS-Qualifiers und dadurch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Runden eben halt, damit man eben halt wirklich die besten Spieler nur raussucht und nicht irgendwelche Lucky-Spieler raussucht, die dann eben halt Lucky irgendwie dahin kommen. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Pro-Player eben halt so ein bisschen mehr da eben halt wirklich, dass das Ganze einfach mehr competitive wird, denn wenn irgendjemand random da hinkommen kann, ohne dass er wirklich competitive-mäßig super gut ist, dann ist es immer relativ unverdient und deshalb ist so auf jeden Fall für die ganzen Pro-Player, die davon immer auch wirklich leben können und wollen, eben halt deutlich besser. Die erste Runde hier ist für alle Champions-Spieler zugänglich. Ihr braucht natürlich logischerweise ein Trio dafür. Das Ganze wird dann am Freitag stattfinden. Wahrscheinlich irgendwann so abends 18 bis 21 Uhr oder
so. Die Runde 2 und die Runde 3 werden dann beide am Samstag stattfinden. Für Runde 2 muss man unter die Top 1500 Teams aus der Runde 1 kommen. Das heißt, eigentlich sogar relativ easy dahin zu kommen. Die Runde 3, da muss man schon unter den Top 250 Teams aus Runde 2 sein. Das findet dann am Abend statt. Also wahrscheinlich dann eben halt eher so Richtung 19, 20 Uhr irgendwann. Und am Sonntag findet dann die Runde 4 statt, wo man ganz entspannt auf jeden Fall wahrscheinlich eben halt wieder gleichzeitige Runden hat und man eben halt dann irgendwie 6 Runden oder teilweise vielleicht sogar 10 Runden hat, also ein sehr, sehr langes Tournament hat, wo man dann eben halt, wo nur noch die Top 33 Teams, also wirklich noch die Besten der Besten aus der Woche da sind und davon qualifizieren sich dann die Top 10 Teams, um in die Semifinals weiterzurücken. Die Qualifier werden am 4. bis 7. Februar stattfinden, 11. bis 14. und 18. bis 21. Das heißt, jedes Wochenende ab dem 4. Februar und dann wird es eben halt erstmal eine kleine Pause zwischen dem 25. und 28. Februar geben. Dann geht es nämlich erst am nächsten Wochenende mit den Semifinals weiter und dafür muss dann eben halt, wie gesagt, aus den Top 10 Teams hier aus einem der drei Qualifiers sein oder alternativ muss er unter den Top 102 Teams der Series Besten Liste sein und um Punkte in der Series Besten Liste earnen zu können, muss man in die Runde 2 kommen, das heißt man muss unter die Top 1500 Teams kommen, damit earnt man schon Series Punkte und am besten wahrscheinlich, wenn man in Runde 3 oder so kommt, sollte man schon relativ gute Chancen haben, spätestens wenn man einmal Runde 4 ist und dort Top 11 oder so placen sollte, hat man auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen dafür, unter den Top 102 Teams zu sein. Und im Prinzip ist das größte Qualifier so oder so darüber, dass man über die Series Bestenliste reinkommt und gar nicht darüber, dass man einen dieser Qualifier wirklich gut spielt. Bei den Semifinals spielen dann also die besten 132 Teams mit und das Ganze wird in 4 Gruppen, eben halt wie auch schon beim letzten Mal aufgeteilt. Das Ganze nennen wir jetzt auch nicht mehr Heats, mit Semifinals einfach etwas leichter zu verstehen. Und dafür ist das jetzt auch erstmal übrigens ein Exempel, also es sind alles nur Beispiele, wie das sein könnte. Wahrscheinlich wird es auch so sein, aber es könnte sich auch ganz eventuell tatsächlich noch etwas daran ändern. Und in jedem dieser Gruppen werden immer ganz normal 33 Teams sein, genauso im Prinzip wie schon die Runde 4 hier oben. Und davon werden dann die besten 8 Teams weiter ins Finale kommen. Und dabei ist es auch so wie in der letzten Season, dass der Gewinner, der diese eine einzige Runde gewinnt, also egal mit wie vielen Kills er die gewinnt, solange er diese eine Runde gewinnt, wird er in die Finals weiterkommen. Und um eben halt in die Reboot Round zu kommen, muss man hier in seiner eigenen Group zwischen dem 9. und 16. Platz sein. Das heißt, solange man eigentlich in die obere Hälfte der Qualifier kommt, beziehungsweise der Gruppenphase kommt, dann wird man auf jeden Fall in die Reboot Round nochmal reinkommen können. Und wenn man da dann ganz einfach auf den Win sweatet, dann kann man auf jeden Fall nochmal in die Finals kommen als letztes 33. Team. Die Finals gehen dann auch wieder über 2 Tage. Am 13. und 14. März wird das Ganze stattfinden. Die Reboot Round, wie gesagt, am Freitag, den 12. März müsste das, glaube ich, sein. Das FNCS Gewinner-Trio wird natürlich neben dem Preisgeld auch wieder die Axe of Champions bekommen. Das heißt, es ist Special Pickaxe, die nur die FNCS Champions haben. Und das Ganze wird über 12 Matches gehen. 6 Matches gibt es an jedem der einzelnen Tage. Und die Top 3 Teams von jeder Region werden automatisch für die Chapter 2 Season 6 FNCS Finals qualifiziert. Das heißt, falls ihr da in den Top 3 immer seid, dann braucht ihr im Prinzip in der nächsten Season gar nicht mehr hier überhaupt an irgendwelchen Runden teilnehmen, sondern seid direkt hier in den Finals, seid nicht mehr in den Semifinals, was auf jeden Fall schon sehr, sehr nice ist. Dadurch habt ihr nämlich im Prinzip neben dem Prizepool, den ihr in der Season schon habt, auf jeden Fall safe den Prizepool von der nächsten Season, selbst wenn ihr dort auf dem 33. Platz landen solltet. Sobald man auch in die Semifinals kommt, kann man übrigens nicht mehr das Team wechseln und sobald man sich dafür irgendwie qualifiziert hat, das heißt, sobald man irgendwann unter die Top 10 Teams hier gekommen ist, in der Round 4, kann man übrigens auch nicht mehr an den Qualifiern teilnehmen, was auch ehrlich gesagt ziemlich unnötig wäre, weil man da natürlich so oder so überhaupt nichts mehr gewinnen kann. Es gibt ja keinen Prizepool mehr dort und genauso wird es dann natürlich sein, wenn man sich für die FNCS Grand Finals direkt qualifiziert, dadurch, dass man unter den Top 3 Teams war in Season 5 und dann sich für Season 6 qualifiziert hat, wird man da natürlich ebenfalls an gar keinen Runden vorher mehr teilnehmen können. Dadurch kann nämlich so zum Beispiel auch so etwas verhindert werden, was wir in der letzten Season mit Aqua hatten, wo die eben halt versucht hatten, Benji, Fishy, Mr. Savage und so weiter zu griefen, um dann eben halt die am besten nicht im Finale zu haben und so können die immer gar keinen mehr griefen, weil derjenige, der im Finale schon ist, der sich dafür qualifiziert hat, der kann so oder so nicht mehr daran teilnehmen, keinen anderen mehr griefen und dadurch wird man auf jeden Fall in der Woche 3 dann auch deutlich leichtere Spieler haben, beziehungsweise werden auf jeden Fall die ganz, ganz krassen Spieler, vor allem eben halt in der dritten Runde, wahrscheinlich schon weg sein und sich qualifiziert haben. Eine weitere kleine Änderung, die es übrigens auch geben wird, ist, dass in den Qualifier-Formats und generell hier in Runde 1, 2 und 3 es andere Placement-Systeme geben wird als in der Runde 4. Das heißt, in den Runden, wo man eben halt ganz andere Teamkonstellationen hat, deutlich stacktere Games hat, da wird es immer nicht mehr so viele W
viele Key Points geben, beziehungsweise nicht mehr so viele Placement Points geben. Und damit wollen die auf jeden Fall das Ganze nochmal etwas mehr competitive machen, dass es immer nicht überall gleich ist, obwohl es überhaupt nicht vergleichbar ist über die ganzen Runden. Es gibt auch noch ein paar Gameplay Changes, die wir halten werden. Und zwar als erstes und als neuestes haben wir jetzt die Lever Action Shotgun auch in den ganzen Competitive Playlists. Und FNCS wird das Ganze natürlich auch behalten. Also alles, was jetzt in den Competitive Playlists ist, wird in FNCS auch drin sein. Und ab jetzt sollte auch der Riftfish gevoltet sein. Die Shockwaves sollten gevoltet sein. Das heißt, in Arena kann euch keiner mehr escapen, was sehr, sehr nice ist. Und ich glaube, auch für FNCS wird das ganz nice sein, dass keiner irgendwo riften kann, keiner Shockwaves usen kann. Natürlich fehlen dadurch auch wieder ein paar Movement-Items. Ich fände ganz nice, wenn eventuell ein bisschen was noch hinzukommen würde. So haben wir im Prinzip ja hauptsächlich nur Zero-Point-Steine, Zero-Point-Fische und dann natürlich die Bouncer. Und ich glaube, dadurch werden natürlich auch nochmal Zero-Point-Fische deutlich stärker werden, weil das natürlich eine der besten Rotation-Möglichkeiten ist, die wir jetzt noch haben. Genauso wird es auch keine IO-Guards mehr in Competitive Playlist geben, was ich auch noch nie verstanden habe, warum die überhaupt drin sind. Es ist wirklich nur nervig, wenn solche Sachen drin sind. Sand-Tunneling wird ebenfalls in den Competitive Playlist reinkommen, falls es irgendwann mal wieder funktioniert. Und das wird eben halt dann auch über die ganzen weiteren FNCS in den ganzen nächsten Seasons drin bleiben, eben halt solange das Ganze auf der Map noch ist. Und ich glaube, sie versuchen jetzt auch den Lootpool, den wir zurzeit in Fortnite drin haben, dass der dann mehr oder minder auch unverändert in den nächsten Seasons drin bleibt, dass man da immer nicht so viele Veränderungen drin hat und es einfach etwas mehr konsistent ist, man nicht jede Season komplette Meta-Changes hat, irgendwelche overpowerten Waffen hat, sondern dass sie da einfach ein bisschen ruhiger dran gehen, relativ gleich immer den Price, Lootpool einfach lassen. Genauso haben die auch irgendwas noch gechanged mit dem mit der Menge, die man an Goldbarren irgendwie mitnehmen kann, beziehungsweise die man am Anfang von Competitive Playlists bekommt. Ich weiß aber actually nicht, ob das sogar der Change oder ob der Change damit gemeint ist, wo wir die 50 Gold jetzt drin bekommen. Muss man auf jeden Fall nochmal reinschauen. Bisher habe ich jetzt immer noch keine Runde Arena gespielt mit den neuen Changes, beziehungsweise weiß ja auch noch gar nicht, ob die Changes überhaupt jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt drin sind. Sollten aber auf jeden Fall spätestens in den nächsten Tagen aktiviert werden. Zusätzlich zu den 20 Millionen Dollar FNCS Prize Pool wird es natürlich auch noch ein paar weitere Cups geben, und zwar auch wieder Solo Cups. Und zwar gibt es den Solo Saturday Cup. Der findet sozusagen gleichzeitig immer mit den ganzen Round 3 Cups statt. Das heißt, falls es nicht schafft, euch in Runde 3 zu qualifizieren, könnt ihr eben mal diesen Solo Saturday Cup spielen, beziehungsweise falls ihr überhaupt gar kein Trio habt, könnt ihr euch da auf jeden Fall beweisen und könnt dadurch natürlich deutlich leichter auch eure Trios suchen. Das soll dann wahrscheinlich auch so ein bisschen im Prinzip den FNCS Qualifier Prize Pool ersetzen, und ich glaube, dort kann man auch ganz gut auf jeden Fall Prize Pool mitnehmen. Also ich würde auf jeden Fall mal Ausschau halten, falls ihr euch eben mal nicht für die Top 250 Teams dort qualifizieren könntet, solltet ihr auf jeden Fall diese Cups zocken und vor allem natürlich, wenn ihr kein Trio habt, und Samstag sollte es auch jeder spielen können, deshalb auch immer ganz nice, dass die Cups nicht dauerhaft nur unter der Woche stattfinden. Es wird auch wieder weitere Trio Cash Cups geben, die finden ja jetzt erstmal nur alle 2 Wochen statt, aber wahrscheinlich ab der nächsten, also nächste Woche findet ja so ein Trio Cash Cup statt, und ab dort werden dann wahrscheinlich auch wöchentlich immer montags die ganzen Trio Cash Cups stattfinden, und zusätzlich dazu wird es eben halt keine Limited Time Cash Cups mehr geben. Das hatten ja vorgeplant, dass in Limited Time Modes Cash vergeben wird, und das sind jetzt im Prinzip wirklich nur noch Fun Tournaments, die es dann eben halt am Sonntag gibt, sozusagen gleichzeitig mit dem Finale von FNCS, wodurch das auf jeden Fall die ganzen Casual Spieler spielen können, und finde ich auf jeden Fall ganz gut. Und der Prize Pool, der für die Limited Time Modes geplant war, soll jetzt auch in Trio Cash Cups reingegangen sein. Das heißt, dort können wir eventuell eine gewisse Erhöhung erwarten, eben halt im Vergleich zu den jetzigen Trio Cash Cups, die wir jetzt noch hatten. Und es soll auch noch ein bisschen was weiteres in die Solo Saturday Cups reingegangen sein. Das heißt, die werden auch etwas höher sein als geplant. Außerdem werden wir natürlich, wie gesagt, auch exklusive Console Cups erhalten, und es wird wahrscheinlich noch deutlich mehr von Streamer Cups geben und von generell auch Third Party Cups, wie so etwas wie DreamHack. Ich glaube auch, dass DreamHack weitermacht. Bisher ist ja nur angekündigt, dass bis Januar diesen Jahres, also das ist sozusagen die letzte DreamHack, die bisher, glaube ich, angekündigt ist. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass es die nächsten Seasons weiterhin so stattfinden wird, und ich rechne ehrlich gesagt auch damit, und ich glaube, dass wir noch weitere von solchen Cups eben halt erhalten werden, vor allen Dingen in den Zeiten, wo eben halt keine FNCS stattfindet, und ich glaube eben halt auch, dass eventuell DreamHack dann ausgesetzt wird in den Monaten, wo dann eben halt die ganzen FNCS-Tournaments oder so schon stattfinden, weil dort natürlich Samstag und Sonntag immer schon belegt ist. Schreibt mir natürlich mal gerne eure Meinung zu den ganzen FNCS und generell zum ganzen Thema Fortnite Competitive in die Kommentare, wie ihr das alles findet, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder nachher im Stream wieder. Bis dahin, ciao.